Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier bei mir auf dem Kanal. Heute werden wir weiter an unserem Tutorial-Plugin arbeiten und vielleicht habt ihr bisher schon ein bisschen herumgetestet bei euch und euch ist vielleicht aufgefallen, dass ihr das Problem habt, dass ihr spielerspezifische Daten speichern müsst. Also, wenn ihr jetzt einfach nur Join-Nachrichten oder sowas setzt, da ist es natürlich kein Problem, oder wenn ihr sowas Allgemeines habt, wo ihr jetzt nichts irgendwie Spezielles für einen Spieler speichern müsst, dann kommt ihr nicht auf dieses Problem. Wir haben das bereits im Stream beim Lobby Core gemacht. Vermute ich. Haben wir es schon gemacht? Ja, haben wir bereits gemacht. Denn dort müssen wir spielerspezifische Sachen wie Prefixes oder Cosmetics oder sowas speichern oder Daten einfach laden. Von jedem einzelnen Spieler. Also müssen wir uns jetzt überlegen, hey, wir brauchen einen Spieler, der muss bestimmte Daten haben. Und irgendwie wollen wir etwas bei dem speichern. Was wollen wir bei uns jetzt im Tutorial speichern? Wir speichern erstmal gar nichts Interessantes, irgendwie nur die UUID. Aber theoretisch könnten wir dann von dort aus Daten aus der Config laden. Vielleicht machen wir das später. Wir erstellen dazu ein neues Package, New Package, und das nennen wir Dot. Punkt dran, Player. Weil das enthält jetzt unsere Player-Informationen. Im Grunde besteht das ganze System nur aus zwei Klassen. Einmal Player, das nenne ich zum Beispiel mal bei mir, je nach Plugin, zum Beispiel Tutorial Player oder Lobby Player. Halt, es ist halt der Player, nur von eurem Plugin. Also sucht euch da was aus. Am besten nicht standardmäßig Player nennen, weil ihr sonst irgendwie ganz lange Dateipfade noch davor packen müsst, weil Bucket, das auch einen Player hat und den will man natürlich auch verwenden. Also nennt ihn einfach etwas anders. Gut, dann haben wir den, der hat eine Private UUID-ID und der hat auch eine Public UUID-GET-ID. Dann returnt der ID. ID. Wir müssen UUID noch importieren. Dazu wählen wir das von java.util aus. Genau, jetzt erstellen wir eine Methode, die gibt uns einen Player zurück. Public Player get Player. Und die macht jetzt return bucket.get Player. Und jetzt ID. Du fragst dich jetzt, wieso speichern wir nicht direkt den Spieler? Macht doch mehr Sinn. Ihr müsst euch mal überlegen, was kann der Spieler? Der Spieler enthält eine Menge von Daten. Und wenn wir den dort speichern, ist es einfach unnötig, weil wir da Daten praktisch speichern. Wir brauchen ja nur eine kleine Referenz, wir müssen eben nur eine UUID speichern. Wir brauchen noch nicht direkt den ganzen Spieler einzuspeichern, weil das ist ja riesig. Und das heißt, das sollte eigentlich reichen, um uns einfach den Spieler zu greifen. Das geht super schnell, da merkt man keinen Unterschied. Nur, dass wir halt nur noch eine UUID, das heißt, einen 10 Zeichen langen Text speichern anstatt so 3 Millionen. Das ist dann irgendwie ressourcensparender und fordert weniger ab. Deswegen solltet ihr auch immer, wenn ihr irgendwelche Daten zu einem Spieler speichert, immer die UUID verwenden, weil ihr die euch immer holen könnt, selbst wenn der Spieler offline ist. Außerdem könnt ihr dann mit Bungee Cord oder anderen Systemen, also auch theoretisch mit PHP von einer Website aus, darauf zugreifen, ohne dass ihr irgendwie speziell spielerspezifische Daten braucht. Und man kann ja den Namen des Spielers ändern und dann sind die Daten ja verloren. Die UUID ändert sich nicht. Die bleibt immer gleich. Jetzt machen wir neu. Sagen, das ist der Player Manager. Und zwar der Tutorial Player Manager. Player Manager. Was hat der? Der hat eine Private. Ihr könntet jetzt entscheiden, ob ihr entweder eine Arraylist macht und dort eure Player, also eure Tutorial Player drin speichert. Dann müsstet ihr aber jedes Mal, wenn ihr überprüft, ob es derselbe ist, alle Spieler durchlaufen und überprüfen, ob die UUID, also Get UUID dieselbe ist. Weil ich jetzt nicht damit rechne, dass das Tutorial, dass auf dem Tutorial jetzt 2 Millionen Leute gleichzeitig auf einem einzigen Server online sind. Bei dem Bungee-Netzwerk ist das was anderes, aber wenn wir die gleichzeitig alle speichern müssen, dann würde sich die Arrays mehr anbieten, aber man hat kaum
auch dann wäre es irgendwie ein bisschen unsinnig. Deswegen verwenden wir eine Hashmap. Die hat nämlich zwei Werte. Einmal die UID. UID. Und einmal den dazugehörigen Tutorial Player. Den können wir hier kurz reinschreiben. Jetzt Tutorial Player. Und das sind einfach die Players. Das ist gleich eine neue Hashmap. Hashmap ist ein Strichpunkt. Gut, hier UUID Import. Wir haben jetzt außerdem noch eine Public Void Add Player. Die fügt den Spieler hinzu. Das Ganze haben wir jetzt noch hier einmal mit Get und einmal mit Remove. Das Ganze müssten wir vielleicht noch einrücken. Einfach einmal Tab drücken. Das ist nämlich genau der Abstand hier. So. Und das hier ist einmal Get Player und einmal Remove Player. Alles hat eine UUID. UUID. So, vielleicht nicht. Hier noch ID dran schreiben. ID. Das kopieren wir uns direkt. Ich hasse es, auf meinem zweiten Bildschirm arbeiten zu müssen. Aber OBS weigert sich, meinen Hauptbildschirm aufzunehmen. Deswegen muss ich immer mit meinem Sekundärbildschirm arbeiten. Add Player, was macht das? Das sagt Players.put. Oh, einmal habe ich es richtig. ID. Und jetzt New Tutorial Player. Gut. Da müssen wir noch die ID eingeben. Das heißt, es sagt uns jetzt Fehler, weil wir hier noch keinen Konstruktor geschrieben haben. Das habe ich gerade eben vergessen, Public. Tutorial Player, das schreibe ich gerade alles aus dem Kopf raus. Deswegen kann es sein, dass ich sowas mal vergesse. Hier haben wir noch das eingespeichert. Wir sagen this.id ist gleich ID. Also diese ID, das sieht man auch leicht an der farblichen Markierung. Im Video vielleicht nicht ganz so gut. Aber das ist hellblau. Wenn es übrigens hier so doppelt ausfällt oder allgemein ausfällt, dann seht ihr alle, die dieselben sind. Also wir wollen die ID gleich der ID setzen und deswegen sagen wir this, damit es weiß, wir wollen die da haben. Gut, jetzt gehen wir da rein, speichern. Jetzt zeigt es uns, wenn wir hier speichern, keinen Fehler mehr an. Get Player ist, es gibt einen Tutorial Player zurück. Hier. Und das macht Return Players.get ID. Man darf jetzt hier keinen Null-Wert eingeben, also die UUID muss wirklich immer eine UUID sein. Ansonsten, obwohl, nee, Null-Wert geht auch, dann gibt es halt auch Null zurück. Wenn der Spieler nicht gefunden wird, erhaltet ihr hier Null zurück. Das heißt, bei wichtigen Prozessen solltet ihr immer überprüfen, ob der Spieler, den ihr gerade zurückgehalten habt, nicht Null ist, also dass der Spieler tatsächlich existiert. Nun gibt es noch den Move-Player, das macht Players. Remove ID. Man kann sich auch immer anschauen, ob das eine Exception wird. Hier vorne steht es dabei. Hier steht nirgendwo was mit Throws. Nee, hier steht kein Fehler dabei. Es könnte auch theoretisch eine Neupoint Exception hervorrufen. Also das würde dann dabei stehen, da würde dann Rose und dann Nullpointer Exception würde da stehen. Gut, Save. Jetzt haben wir das hier. Jetzt haben wir hier die Spielerdaten. Hier würden wir jetzt eine Methode Load hinmachen. Load. Great Method. Und wir würden die packen wir mal unten hin. Das würde unsere Spielerdaten laden und wir würden eine Private Void Save machen. Die würden wir auf Public schalten, Public Void Save. Und hier beim Removen sagen wir vorher noch Players.get ID. Und jetzt sagen wir hier davor nochmal Tutorial Player. Player ist gleich. So, jetzt kommt das, wo ich eben gesagt habe, das müsst ihr überprüfen. Player ist not equal null. Und weil wir jetzt eine Methode aufrufen und wenn der Player nicht existiert, dann käme jetzt eine Nullpoint Exception. Und jetzt speichern wir die Daten, bevor wir ihn entfernen, damit wir alle Daten gespeichert haben. Hier kommt momentan nichts rein.
Alter, nur weil wir toll sind, packen wir es auch da rein. Weil wir hier keine Daten laden und speichern müssen in diesem Fall. Genau, jetzt haben wir die Sachen alle. Jetzt müssen wir in unseren Listener rein. Wir haben ja noch den John Leaf Listener. Jetzt brauchen wir das, wo ich gesagt habe, hey, das wäre vielleicht praktisch, wenn wir so eine Methode. Also eine Private Void Join. Und hier dann eine UID. UID. Und ein Private Void Leaf. Genau. Und die rufen wir hier alle auf. Also hier rufen wir. Ich muss mal hier kurz alles verkleinern. Hier rufen wir Join auf. Join. P.get. UID. Im Hintergrund stirbt gerade ein Kind, aber keine Sorge. Dem geht's gut. Falls ihr den Schrei nicht gehört habt, vergesst es einfach. Wir nehmen uns diesen Namen. Hier. So, jetzt können wir wieder ranzoomen. Ich habe hier nur Leaf, P.get, Unique ID und Join. Bei den beiden, wo der Spieler halt das Ganze verlässt. Nicht vergessen, Kick wird auch bei Serverwechsel von BungieCode aufgerufen. Deswegen auch das verwenden. Deswegen, diese Nachricht macht nicht mehr Sinn, wenn ihr irgendwie eine besondere Nachricht habt, also wenn jetzt irgendwie ich rede gerade ein bisschen wirr. Wir müssen jetzt in unsere Main gehen und das Ganze erstmal hier speichern. Ein Private Tutorial Player Manager. Was ist der Player Manager? Richtig? Gut. Hier danach so. Player Manager. Ja. Genau, dort haben wir ihn. So, hier fügen wir uns eine neue Player Manager. Wird dann initialisiert. Genau, und jetzt müssen wir uns noch einen Getter einfügen, genauso wie bei unserem Config-Holder. Public Tutorial Player Manager. Player Manager. Get Player Manager. Super, jetzt können wir hier sagen: plugin.get Player Manager.add ID. Deswegen direkt die ID, macht das Ganze kürzer, Plugin dort und ihr jetzt einfach holen. Und schon haben wir ihn entfernt und hinzugefügt. Und alle Daten, die da jetzt sind, können uns jederzeit einfach mit get, also mit irgendwie, wir können uns die halt jederzeit abgreifen. So also ein Command hier, können wir zum Beispiel einfach, ich habe jetzt kein Beispiel gerade, aber theoretisch könnten wir dann sagen, hier vorne irgendwo Plugin. Get Player Manager. Get. Jetzt können wir uns hier über Target.get Unique ID. Dort. Und jetzt könnten wir hier uns die ID holen oder den Player. Oder wir könnten die Daten speichern. Und so weiter und so fort. Ihr müsstet hier halt eigene Methoden schreiben. Ich habe zum Beispiel bei meinen Plugins immer Methoden, die einen dann in den Spawn-Modus setzen. Oder man speichert da, ist der gerade in einem Lobby, ist er gerade in der Lobby oder ist er gerade in der PvP-Arena oder sowas. Schaut das Lobby-Core, den Lobby-Core-Stream an, weil dort werden die Sachen. Ich achte immer darauf, dass ich möglichst nicht viele Sachen vorausmache. Das heißt, wenn ihr da den Stream schaut, ich glaube, der ist etwas in die Vergangenheit. Also der ist schon in die Vergangenheit schon länger. Aber wenn ihr dort reinschaut, dann könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass das hier angewandt wird und wie es angewandt wird. Das liegt halt daran, eigentlich nehme ich das alles gleichzeitig auf, aber es kommt halt als wesentlich später. Deswegen, ihr könnt es dort angewendet sehen, dann seht ihr ein gutes Beispiel.
Und ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.